hättest auch einfach eine Prediction machen können, dann hätten die Leute Kanalpunkte einsetzen können. Ich mache mir ganz kurz die Licht. Ich kann den Scheiß leiser machen. Ja, im linken Bild. Ja, ja. Fragen gestellt werden, Fragen hier beantworten, man hat ein paar Joker. Ja. Ein Publikum. Du sagst mir einfach, was ich machen soll für dich. Und gleich zum Anfang wussten Sie eigentlich, bis auf das letzte habe ich kein Zeitlimit. 700 ne? Fledermausarten gibt, von denen aber nur 3 Blutsaugen. Ja, wir spielen heute mit 2 wunderbaren Teams. Wir schauen aber wie immer zum Anfang der Sendung erst einmal darauf, wie viele Menschen sich hinter welchem Team versammelt haben. Denn auch heute durfte unser Studiopublikum ja wieder frei entscheiden. Mach ich die 80 voll? Komm schon. Seite Sie Platz nehmen möchten. Ah, das Team 32. Bernhard haben hinter sich gebracht. Nee. Damit werden es 70. Elton. So, okay. Wow, wurde nicht mal ausverkauft. Ja, schlechte Sendung. 500 Euro und beide Teams haben auch heute wieder einen Publikumsjoker. Und die 12 Kategorien finden Sie auch heute wieder auf unserer Wand. Auf unserer Wand. Das sind die heutigen 12 Kategorien. Straßenverkehr, deutsche Sprache, unsere Erde, Hollywood. Was bin ich? Total genial. Dichter und Denker. Technik am Strand. Sport. Clever. Und Berufe. Also ich sehe es nur bei Technik, Dichter und Denker. Haben, darf beginnen. Ja, dich bin ich auf jeden Welche Fall. Kategorie soll es denn zur so ein Ding sein? Okay, 3 zu 2 für Vari. So, und jetzt machen wir das auch nochmal mit Kanalpunkten. Dann machen wir es nochmal mit Kanalpunkten. Ich mach schon. Okay. Ihr kriegt Zeit und zwar 5 Minuten. Wer wird diese Runde gewinnen? Bam! Ich hab erstmal den Spaß auf Blau. Schwarz. Gott, ich bin heute aber auch unnütz, ey. Wie immer. Du lässt mich in Ruhe. Clever, komm. Nimmst als Moderator teil. Der Streamer hat die Vorhersage erstellt. Wenn du teilnimmst, kannst du das Ergebnis nicht aussuchen. Wer wissen möchte, wo Norden ist, hilft sich mit einem Regenwurm, B, der Flagge Alaskas oder C, einem Schnürschuh. What? Das ist eine gute Frage. Meine, die ist, beantworten, richtig? Ich muss das beantworten, du nicht. Die Flagge Alaskas ist, glaube ich, blauer Grund und da drauf ist die weiß, ist dieser Inselumriss. Ich bin mir nur nicht sicher, ob da noch was drumrum ist. Aber selbst wenn da noch was drumrum ist, frage ich mich, wie mir das helfen soll. So, einen Regenwurm. Lebt sich ein Regenwurm aufgrund von Erdresonanz, Magnetfeldern, Kackgedön in eine bestimmte Richtung? Man sagt das ja Hunden nach, dass die in eine bestimmte Richtung kacken. Kann ich... Man dem Regenwurm beizubringen. Naja, kann ich mit einem... Kann ich mit einem Schnürsenkel oder so von einem Schuh was... Oh. Aber warum speziell einen Schuh? Kann ich den Schnürsenkel irgendwie auf den Boden legen und wenn die Sonne scheint, anhand des Schattens von dem Stock absehen, welche Richtung das geht? Oder könnte ich mir genauso gut irgendwie aus den Strich ziehen? Boah.
Ehe man fragt die Leute, die irgendwo sind. Man läuft so lange, bis man Leute trifft und fragt, wo ist Norden. Oh, das ist schwierig. Mhm. Du bist. Mhm. Für mich heißt es wirklich Alaska und da läufst du sehr lange, bevor du irgendwas findest. Ich bleib beim. Wenn ich in Alaska bin, dann möchte ich, glaube ich, nicht weiter nach Norden. Ich würde 10. Ich hätte den Schuh genommen oder nehme ich den. Die Ich habe halt diese Flagge von Alaska gerade nicht vor Augen. Sieht aus wie der große Wagen. Ich nehme das, keine Ahnung. Ja. Also wir loggen sie ein. So wie so eine Art Sonnenuhr, ja, oder wer was? Wer weiß. Ne? Ja. Also ich schätze mal, die Frage war so gestellt, dass auf der Flagge Alaskas die wirklich... Die Flagge Alaskas zeigt 8 goldene Sterne. Ja, wow, und der, der große Wagen. Das Sternbild großer Wagen mit dem Polarstern da. Ja, dann weiß man, wo der Norden ist, bla. Mit einem einfachen Ziel. Also die Flagge Alaskas ist halt eigentlich das Tuch. Verlängert man die Hinterkante des großen Wagens um das Fünffache, zeigt diese Linie genau auf den Polarstern. Er befindet sich im Norden, weshalb er auch Nordstern genannt wird. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass sich da. Ja, aber Euro, siehst du den großen Wagen denn nicht nur bei Nacht? Das heißt noch gar nichts. Ja, aber es ist ja egal. Wartest du halt ewig. Stand ja nicht in der Frage drin. Sondern war die Frage undeutlich gestellt. Ist ja egal. War richtig schlecht gestellt. Ach ja. Ist okay. Was hättest du gerne für eine Kategorie? Mein Chef. Gut. Ja, wo steht der Polarstern? Das Besondere am 18.000 Quadratkilometer großen Balchaschsee in Kasachstan ist, dass er A. im Schnitt nur 30 cm tief ist, B. im Ostteil 6-mal so salzig ist wie im Westteil oder C. in 4 verschiedenen Klimazonen liegt. Ich glaube, das weiß ich sogar. So, im Schnitt 30 cm tief würde bedeuten, ich habe einen ultratiefen Teil und quasi ein Planschbecken auf der anderen Seite. Das ist schwachsinnig. 18.000 Quadratkilometer, das sind 9.000 mal 2.000 Kilometer? Nein, da fehlen ein paar Nullen. Es sind ein paar Nullen zu viel, das meine ich. Jetzt google ich mal. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? 80 oder sowas. Für Ostteil 6-mal so salzig wie im Westteil, da müsste quasi ein unglaubliches Gefälle da sein und ein Grund dafür da sein, dass quasi das Gefälle nicht ausgeglichen werden kann, aka es müsste eine Strömung reinkommen durch einen Fluss, aber auf der anderen Seite müsste dann der Salzteil so hart dagegen schieben, dass das nicht funktioniert, sonst wird das wieder ineinander diffundieren. 4 verschiedene Klimazonen. Eigentlich Klimazonen hoch und runter schieben. Über nördlich-südlich oder eben. Ist halt schon eine Strecke, wenn das so ein längliches Gedöns ist. So, A schließt sich für mich mal gerade irgendwie aus. Bei der Größe würde das bedeuten, dass das sehr, sehr viel, sehr, sehr flach ist. Vor allem wegen Durchschnitt. Kasachstan müsste dann quasi an einem Salzteil liegen, beziehungsweise es müsste halt Salz irgendwie rüberkommen. Gut, aber 6 mal 0 ist immer noch 0. Krass, wie Kuro daraus eine Matheaufgabe macht. Ja, ja. Vor allem im Osten 6 mal so salzig wie im Westen. Was ist da unten noch salzig? Das ist das
Da wohnen. Ich frage, ob das quasi das Tote Meer da dran grenzt. Nee, da wohnen sehr viele Jays. Wenn die alle am Rumheulen sind. Nicht immer C. Okay. Wegen ein bisschen Ausschlussverfahren, aber absolut keine Ahnung. Also, unnützes Wissen am Rande, es sind 2.521.008,4 Fußballfelder. Also, wir sagen mal C. Also, meine Antwort ist C. Es ist wirklich vergleichsweise, weil du ganz viele Süßwasserflüsse hast, die da reintreiben. Also, reinströmen. Das wird doch gleich aufgezählt. Und ist bis zu 620 Kilometer lang. Ja. Ich wollte es halt vorher schon mal sagen, dass ich es halt schon durch mal eine Einengung in der Mitte des Sees ist er in zwei Teile geteilt. Der Ostteil ist mit über 7% tatsächlich in etwa 6-mal so salzig wie der Westteil des Sees. Gründe für den Salzgehalt sind der relativ niedrige Wasseraustausch der beiden Teile und die großen Süßwasserzuflüsse des Westteils. Was mich halt irritiert hat, ist, wie der quasi den Salzgehalt hinkriegt. Also, leider kein Geld, es bleibt bei 0 Euro. Ja, es bleibt bei 0 Euro. Wir machen mit euch weiter. Ich hole mir ein Eis. Nehme ich sehr gern. Wie lässt sich eine 2,50 Meter lange Plastiktüte sekundenschnell mit Luft füllen? A. Mit einer Fahrradpumpe, B. Mit einem Staubsauger oder C. Mit dem Mund? Mit dem Mund, meine ich. Du machst die Tüte vor den Mund und holst einmal tief Luft und hustest da mit extremer Kraft rein und durch den Sog wird die andere Luft damit reingezogen, meine ich. Ich meine, das hätte ich schon mal gehört. Oder gesehen, besser gesagt. Ich glaube, es ist C. Ich würde C aber nehmen. Bernoulli-Effekt, wir werden es sofort 1. überprüfen. Meine Fresse. In die Schlauchkontinuität passen insgesamt rund 60 Liter Luft. Diese nun blitzschnell aufzublasen geht ganz einfach. Staubsauger als auch die Fahrradpumpe helfen hier nicht. Die Hälfte der Luft ist bereits in der Tüte. Hält man sie nun bald auf und bläst mit geringem Abstand einmal kräftig hinein, gelangen je nach Lungenvolumen ca. 3 Liter Atemluft in die Tüte. Bam. Die restlichen 27 Liter werden von der entstehenden Luftströmung mit in die Tüte hineingezogen. Also ganz einfach mit dem Mund. Der Witz ist halt tatsächlich, dass du nicht genau vorne in der Tüte blasen sollst, sondern halt ein bisschen Abstand zum Eingang brauchst. Die ersten 500 Euro auf eurem Konto, es hat gut und über die Luftgeschwindigkeit das Ganze mitziehst. Also doll blasen im Sinne von Luftgeschwindigkeit ist da besser als in die, drin. Wir fassen zusammen das, was Missy geschrieben hat. Blasen kann der Vari. Aber auch nur auf Abstand. Ja. Am Strand. Am Strand? Da ich bestimmt auch. Okay. Das Meeresrauschen ist nichts anderes als das A. Schwingen aus der Ruhe gebrachter Luftbläschen, B. Rieseln aufgewirbelter Sandkörner oder C. Rollen großer Muscheln. Oh, mir gefällt die Formulierung nicht. Belastend. Aus dem ganz einfachen Grund, dass ich in Dänemark am Strand, in Anführungsstrichen, saß, es nur Kiesel gab, kein einziger Sandkorn, kein einzige Muschel und es trotzdem Meeresrauschen gab. Ich hätte jetzt auf die Sandkörner getippt, weil du Strömung und so weiter. Aber die Lautstärke, die davon nur wegkommt, zu der Größenordnung vom Sandkorn. Selbst wenn das so viel ist, dann müsste ja die Wüste auch Meeresrauschen haben. Ich habe nicht gesagt, dass es richtig ist. Das ist meine Vermutung, mein Bauchgefühl. Wir haben es eingeloggt. Schauen wir mal, ob das richtig ist. Meeresrauschen ist der Inbegriff von Urlaub und Entspannung. Nein. Doch wie entsteht es? Bricht eine Welle, mischen sich Milliarden von Luftbläschen ins Wasser. Ja. Die Bläschen werden durch den Druck des Wassers verformt und so aus ihrer Ruhelage gebracht. Um wieder zu ihrer Ausgangsform zu gelangen, beginnen sie zu schwingen und senden dadurch Schallwellen aus. Große Bläschen verursachen tiefe Töne, kleine Bläschen hohe Töne.
Das Rauschen entsteht durch die unterschiedlichen Frequenzen der sich überlagernden Schallwellen. Da kannst du mal hören, wie nervig Luft sein kann. Die ersten 500 Euro für euch. So, ihr seid dran. Ich hab eine rosa Brille auf. Wie viel Material mitkommt, Missy? Boah, gehe ich mit Sport? Das sind für ja, mich halt. Ja, deutsche Sprache ist halt schon schwierig. Ja, da kommt so eine Scheiße von wegen, ja, wie schreibt man das richtig? So typisch Dedo-Wari-Fragen. Na. Hollywood bin ich nicht gut drin. Straßenverkehr. Ach komm, scheiß drauf. Um am sichersten in unbekannte Gewässer einzutauchen, empfiehlt die DLRG eine Arschbombe, B einen Strecksprung oder C einen Flachkörper. Warum weiß ich all deine Fragen auswendig sofort? Ich meine die Arschbombe. Flachkörper auf keinen Fall, weil du nicht weißt, wie tief das Ganze ist. Strecksprung, das ist doch hier dieses Hechten, oder? Strecksprung ist, glaube ich, hier so kerzenmäßig, oder? Ich hätte jetzt Strecksprung... Ich hätte jetzt Strecksprung eher gesagt, das ist das, was die da bei diesen Wassersportdingern machen, mit 1, 2, 3 und dann flup. Warte mal, ich guck mal kurz. Nee, ich nehme die Arschbombe, weil du bist am Arsch, also ich zumindest, sehr gepolstert. Glaube ich nicht. Also kann es eigentlich nur A sein. Das ist B, wenn ich mich nicht irre. Weil A ist eingeloggt. Strecksprung ist wirklich gerade mit den Füßen rein. Wirklich so. Stimmt. Ne, aus dem Wer Eugen zur Lebensrettung hoch. Jemandem in unbekannte Gewässer hinterher springt, begibt sich in Gefahr. Rettungsschwimmer sollten daher den sogenannten Paketsprung technisch einwandfrei beherrschen. Denn er verhindert, dass der Springer tief ins Wasser eintaucht. Gemeint ist die allseits bekannte Arschbombe. Und okay. Sie schützt nicht nur vor Verletzungen, sondern macht auch noch eine Menge Spaß. Kann ich anders. Halte ich aber für gefährlich, weil wenn du mit dem Steiß irgendwo auftauchst, dann bist du komplett gelähmt. Also da kann ganz schön viel in der Wirbelsäule kaputt gehen. Wenn die DLRG sagt, das soll man machen, dann werden die das schon wissen. Ja, ja. Ich sag jetzt auch, dass nichts Falsches, ich kenn's halt nur anders, weil du mit einer Kerze, wenn du reinspringst, dann die Beine, wenn du die Beine dann auseinander, also du springst halt mit geschlossenen Beinen rein und ziehst dann die Beine auf. Dann bleibst du im Wasser sozusagen direkt stehen. Und deswegen, ja, außerdem so kommt es noch darauf an, wie du deine Füße anwinkelst. Wenn du deine Füße richtig anwinkelst, dann machst du sofort eine Rutsche nach vorne. Ja, aber jetzt mal... 20 Zentimeter unter Wasser. Aber jetzt mal ganz realistisch gesehen. Ich weiß nicht, wie tief das Wasser ist. Das ist da meinetwegen nur ein Meter tief oder zwei. Und ich spring da von 5 Meter Höhe komplett kerzengerade runter. Habe ich noch nicht einmal mehr die Möglichkeit, die Beine breit zu machen, weil ich dann schon quasi einen Oberschenkelbruch habe. Anwinkeln, weil je nachdem, wie du deine Füße angewinkelt hast, werden die Beine sofort nach vorne weggezogen. Dann tauchst du 20, 30, 40 Zentimeter ein, wenn du es kannst. Ja. Arschbombe. Wenn da ein Stein liegt, dann bist du gelähmt. Dann bringt dir die Hilfe auch nichts. Ja, das ist richtig. Auf 5 Meter Höhe, Vari, machst du in keinem Sprung was, wenn du nur noch 1 Meter Wasser hast. Das ist es halt. Also das. Ja, okay, dann war das vielleicht übertrieben. Dann nehmen wir mal 1 Meter. Ja, dann springe ich immer noch lieber mit Füßen rein als mit Arschbombe. Weil stell dir mal vor, wenn du jetzt sagst, okay, du weißt nicht, wie tief das ist. Da ist, keine Ahnung, 1,5 Meter unter Wasser ein Stein. Mhm. Dann hast du den Effekt von, du springst und landest auf den Füßen, aber zu früh. Oder du springst und landest mit dem Arsch auf dem Stein. Mhm. Also deswegen verstehe ich halt die Aussage einfach nicht. Das heißt nicht, dass sie falsch ist. Ich verstehe sie einfach nicht. Ich würde mir lieber die Beine brechen, als wenn ich mir da irgendwas hinten in die Wirbelsäule reindrücke. Ja. Mhm. Deswegen, also Beine, da kannst du drauf verzichten. Aber wenn die Wirbelsäule durchbricht, dann bist du im Arsch. Ja, warte, wenn die Wirbelsäule durchbricht, dann kannst du auch die Füße vergessen. Ja. Technik. Ja, aber... Technik? Ja. 3D-Drucker. Der wird sowieso fehlen wie sonst was. Technik, 3D-Drucker, ist nicht schlimm.
Komm, das wird schauen. Ja, aber wenn du auf den Arsch fliegst und du drückst dir direkt hier Steiß und keine Ahnung was nach oben, dann ist direkt eine Wirbelsäule dran. Lotuspflanze nicht zum Einsatz kommen. Auf der Außenhaut von Verkehrsflugzeugen, bei Badeanzügen in offiziellen Wettkämpfen oder bei der Lackierung von Formel 1 Wagen. Boah, das ist keine Technik. Das ist Regelwissen von Sportarten. So, Verkehrsflugzeuge. Wenn ich da einen Lotus-Effekt draufklatsche, dann habe ich Tropfen, die gehen runter. Wir fliegen mit einer Geschwindigkeit von 400 km/h oder sowas, was ein Verkehrsflugzeug hat. Da ist ein Lotus-Effekt eigentlich scheißegal. Nein. Weil du oben Feuchtigkeit hast, wenn die gefriert, dann hast du ohne den Lotus-Effekt hast du einfach mal dicke, fette Eisklumpen da oben hängen. Und wenn die irgendwann durch die Windgeschwindigkeit abbrechen, dann fliegen dir Tonnen von Eis in die Fresse. Mistbusters. Sorry. Ich dachte, Kuro soll gegen mich spielen. Sorry. Wenn ich beim Badeanzug das mache, dann perlt das ab. Das perlt. Ich hole mir meine Schokomilch. Kann ich im schlimmsten Fall Gefahr laufen, dass ich tatsächlich Luft mit reinziehe? Ich möchte bei den Badeanzügen eine laminare Strömung haben. Ich bin bei den Schwimmanzügen. Weil? Weil die in den letzten Jahren mega Stress gemacht haben, dass die Länge und Größenordnung der Schwimmanzüge nicht hoch... Also die haben die extrem reguliert und runtergezogen. Wie lang die sein dürfen. Und ich kann mir dann auch vorstellen, dass die sowas wie Sharkskin und Lotuspflanze halt auch rausgezogen haben aus den Regeln. Damit es keine Materialschlacht wird. Formel 1 ist die Materialschlacht schlechthin. Da ist es scheißegal. Die ballern da Millionen von Euro rein, nur um ein Gramm leichter zu werden. Da werden die jetzt nicht damit anfangen. Da regulieren die eher hier Drag Reduction System und so weiter. Deswegen bin ich bei B. A ist beim Dürfen halt... Das Dürfen ist halt das, was mich in der Frage nervt. Deswegen würde ich bei A das einfach schon komplett ausschließen. Ich meine, bei A möchte man das sogar, damit eben nichts am Flugzeug durch die extreme Kälte und so weiter im Winter passiert, etc. Ja, alleine, du hast halt übelst kalte Temperaturen und die haben das halt extra bei den Mythbusters getestet, was damit passiert, wenn so ein Klumpen unten ankommt. Da kommt mit einer richtig krassen Geschwindigkeit unten an, wenn du da einfach nur so einen Brocken von der Größe was weiß ich, einem ganzen Mischbrot hast. Ja, dann Geschwindigkeit ausrechnen, yippie-ki-yay. Gucken wir einfach, was die Badeanzüge so machen. Ihr entscheidet euch für B. Kann das wirklich sein? An den Blättern der Lotusblume perlt Wasser und Schmutz einfach ab. Der sogenannte Lotus-Effekt ist mittlerweile industriell herstellbar, patentiert und im praktischen Einsatz. Auch Badebekleidung kann mit spezieller Oberflächenbehandlung wasserabweisend werden. Beim Schwimmen wird dadurch der Reibungswiderstand im Wasser reduziert. Hightech-Schwimmanzüge sorgten im Profisport für immer neue Rekorde, bis der Schwimmweltverband sie 2010 verbot, damit wieder der Athlet und nicht seine Kleidung im Vordergrund steht. Yay! Ja, genau das. Das patentiert, irritiert mich halt voll daran. Aber gut. Ich bin der Meinung, ich habe auch irgendwas davon gehört von so einer Diskussion. Ich war mir halt nicht mehr sicher. Ich wusste nur, dass man Flugzeug hundertprozentig. Kollege von mir ist Schwimmer, also Leistungsschwimmer, von daher. Hat den Grundjucker benutzt, hast ihn angerufen. Nein, brauche ich nicht.
So, ich nehme Dichter und Denker. Schlimmer kann es nicht werden. Ja, ich habe irgendwann auch mal für den Triathlon trainiert und von daher... Wolfgang von Goethe war im nächtlichen Frankfurt oftmals im Vorteil, weil A. seine Sänfte leuchtend rot war, B. er zwei Kerzen in seiner Laterne hatte oder C. er stets einen Schwan mit sich führte. Hallo Lea. Hallo. Also das mit der Sänfte finde ich irgendwie Bullshit. Beim nächtlichen Frankfurt oftmals im Vorteil, weil... Was ist eine Sänfte? Liegst du drauf und dann tragen dich Leute, Asterix und Obelix und so weiter. Alles klar. Kleopatra, wie auch immer. Also patentmäßig geschützt ist der Name Lotus-Effekt. So, es stets ein Schwan mit sich führte. Warum zum... Also wenn das mit dem Schwan richtig ist, kriege ich die Krise, weil dann ist schon wieder irgendein Video mit dem Vogel drin. Nee. Ich sage einfach, ich nehme es jetzt mal wörtlich, weil er einfach zwei Kerzen dabei hatte und so seine Laterne länger leuchtet. Also B auf jeden Fall. Wir nehmen B. Wir haben B eingeloggt, aber die Frage bleibt, A, B oder C. Nur eine Antwort ist richtig. Johann Wolfgang von Goethe gehörte zu einer angesehenen bürgerlichen Familie und genoss daher gewisse Privilegien. In Frankfurt gab es eine besondere Vorfahrtsregel für Fußgänger. Personen niederen Standes mussten für höherrangige Bürger ausweichen, vom hölzernen in den Morast. Weil der mehr Kerzen drin hatte. Des 18. Jahrhunderts die Kerzen in der Laterne. Ja, moin. Drei, die reichen Bürger, so wie Goethe, zwei und das einfache Volk nur eine Kerze. Und wurdest du getötet, wenn du einfach eine zweite Kerze reingemacht hast? Wir sind bei 1500 Euro. So, wie machen wir weiter? Nice. So, Herr Kuro. Im Straßenverkehr. Zum Beispiel. Ich habe gerade auch versucht, gegen dich zu spielen. Wer einem unechten Kreisverkehr fährt, muss beim Einfahren in den Kreisverkehr. B darf die Insel überfahren oder C muss rechts vor links beachten. Alles gut bei dir? Ja, ja. Warum? Kennst du die? Ja, ja. Wow. Fahrschulwissen for the win. So. Ich hole mir mal ein Brot, ich weiß leider Gottes die Antwort. Unechter Kreisverkehr, so darf die Insel überfahren, das dürfen nur Busse. Muss rechts vor links beachten, das ist genau der Punkt, der beim Kreisverkehr eben nicht der Fall ist. Muss beim Einfahren in den Kreisverkehr blinken. So, B nehme ich schon mal raus, tatsächlich. Und dann hätten wir könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? C. Und einfach, weil es so ein Scheißding hier bei uns gibt, nehme ich C. C? Ja. Ah, hast du recht. Ich glaube C. Ja. Wir nehmen C. Weil das Blinken also wir musst du C nicht, ein. Weil du die Richtung also nicht änderst oder sowas. Auf einen Kreisverkehr machen laut StVO zwei Schilder aufmerksam. Sie haben die Nummern 205 und 215. Ist Vorfahrt ja achten und Kreisverkehr. In einem muss unechten trotzdem, Kreisverkehr weil du halt gerade rausgehst aus dem bei unechten dem Kreisverkehr, muss ja trotzdem sagen, wo du hin möchtest. Es ist halt eine Kreuzung. Seit vor der Einführung der Kreisverkehrsschilder. Man findet diese meist in Wohngebieten. Und anders als im klassischen Kreisverkehr gilt im unechten Kreisverkehr rechts vor links.
was trotzdem keinen interessiert. Aber nee, die Sache ist, warum musst du nicht blinken, obwohl also ist halt, weil, du, weil die Straße quasi geradeaus geht. Hm. Wir haben noch vier Kategorien. Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Lüster und Orient findet man in Kletterhallen, bezeichnen den Glanz einer Perle oder C sind Geschmacksnuancen von Curry. Also B halte ich für komplett. Wir nehmen B, komm, wir nehmen B. Ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht komplett vertue und das bei Bares für Rares mehrfach schon vorkam. Lüster und Orient beschäftigt sich der Schmuckhändler, wenn er die Qualität einer Perle festlegt. Oh Gott sei Dank. Er bezeichnet dabei den Oberflächenglanz okay, hätte ich nicht gewusst. Und gilt als Hauptkriterium zur Bestimmung ihres Wertes. Kann man sich darin spiegeln, ist sie besonders wertvoll. Ist die Oberfläche stumpf und kalkig, eher weniger. Orient beschreibt hingegen den Innenglanz einer Perle, ein inneres Leuchten, welches durch die Reflexion der verschiedenen Perlmuttschichten entsteht. Noch ein unnützes Wissen obendrauf. Echte Perlen an den Zähnen reiben, die machen ein Geräusch. Drei Kategorien haben wir zu spielen. Kommt drauf an, wie sauber die Zähne sind. Nein. Ja, nehme ich mal Berufe. Oh Gott sei Dank. Wir schließen jetzt erstmal das aus. Wer sich mit 20 nach 4 und 20 nach 8 auskennt... Komm, Kuro, das hatten wir beim Dedo. B auf dem Jahrmarkt oder C in einem Restaurant. Bis. Das hat diese Frage, also so eine ähnliche hatten wir schon mal beim Denksport-Donnerstag. Definitiv. Ja, wow. Glaubst du, ich erinnere mich an jede Frage von, vom Dedo? Ich schon. Ich glaube, ja, da hat schön. Ich nur noch so richtig krass mitdiskutiert. 10 nach 4 und 20 nach 8. Mhm. War schon ein Jahrmarkt. Da hab ich mitdiskutiert, what the fuck. Mhm. Also ich bin, ich weiß noch, Fahrschule. Dass ich damals... Dass ich weiß, da worum es wieder geht. ...gegriffen habe. Okay, das möchtest du einloggen? Ja. Okay, ich möchte lösen. Ich möchte lösen. bei 20 nach 4 und 20 nach 8 handelt es sich um die Stellung des Bestecks auf dem Teller beim Restaurant. Das eine ist die Pause und das andere ist es fertig. Geschmeckt. Nee, das eine Kacke. Hat nicht geschmeckt. Ich habe es mit den Händen gedacht am Lenkrad. Hallo Barbecue. Das hat auch keinen Sinn. Ah, ist eingeloggt. Gucken wir doch mal auf die richtige ja, Antwort. Alles gut. Ja, 20 nach 8 würde Sinn ergeben, aber 20 nach 4 nicht, weil er beide Hände an einer Stelle. Sie spielen aber im Restaurant eine wichtige Rolle. Liegt das Besteck auf 20 nach 4, wird dem Kellner signalisiert, ja, ich bin deswegen fertig. Auch, es ist ja in der Fahrschule um 4 Uhr und 2 Uhr legt der Esser nur eine kleine Pause ein so, und der Kellner lässt von diesem Teller besser noch die Finger. Naja. Wuhu! 2500 Euro. Da gab das auch irgendwas. Du nimmst Gabel und schmeißt den Kellner in die Fresse. So ungefähr. 20 nach 4, 20 nach 8. Wie könnte das auch sein, dass es... Überkreuz. Nee, 20 vor 8 oder sowas. Überkreuz ist es, glaube ich, dass es nicht weißt geschmeckt hat. Was? Ich frage gerade den Chat, was das Zeichen dafür ist, dass es nicht geschmeckt hat. Habe ich doch gerade gesagt. Überkreuzt auf den Teller legen. Meine ich. Auch nicht mehr, oder? Ja, nee, der ist schon im Bett. Danke, Missy. Danke. Könntest du bitte Hallo Missy Anja beachten? Sie hat's geschrieben. Ich hab's zwar gesagt, aber sie hat's geschrieben. Und sie arbeitet in der Gastro. So, deutsche Sprache. Abfahrt. Was passiert bei einer Überschwängerung? A. Überdruck im Braukessel. B. Gefährliche Rauchkonzentration in geschlossenen Räumen. Oder C. Zwillingsschwangerschaft von unterschiedlichen Vätern. Scheiße.
Ich weiß, dass es möglich ist, dass man von unterschiedlichen Vätern schwanger sein kann. Ja, definitiv. Einmal Cocktail draus machen, schön mixen, shaken. Aber nennt man das so? Gute Nacht, Missy. Na, sie geht nur neben ihr Bett. Ja, aber das ist für mich eigentlich das Zeichen, dass sie ins Bett geht. Aber bei einer Überschwängerung war das nicht... Ich behaupte einfach, da kommt ein dickes Kind bei raus. Oder hat das mit der Luft zu tun? Gute Nacht, Missy. Alter, 32 Zuschauer, 31. Moin. Ja, danke, ich hab's ausgeblendet. Ich will's nicht wissen. Oh, sorry, mein Fehler. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Sagt man nicht auch umgangssprachlich, die Luft kann irgendwie... Ich sag, das ist eine Mehrfachbefruchtung. Einfach, ich meine, Bauchgefühl. Deswegen nehmen wir C. Gab's das nicht jetzt gerade? Okay, wow. Eine Frau, wir Kinder von zwei unterschiedlichen Vätern. Wir lösen das jetzt auf. Eine Frau kann tatsächlich mehr als nur schwanger sein, nämlich überschwanger. Wissenschaftlich spricht man dann von einer Superfekundation, also einer Überbefruchtung. Ah, ja. Dabei wird innerhalb eines Menstruationszyklus eine zweite Eizelle befruchtet. Hm. So können durchaus Spermien verschiedener Männer zum Zuge kommen, was bedeutet, dass die Zwillinge verschiedene Väter haben. Gott, wenn ein Kind mit so einem Schnurrbart auf die Welt kommt, würde ich das... Oh Gott. ...kommen diese Doppelvaterschaften bei einem bisschen. Von 13.000 Zwillingspärchen vor. Gott, nee, ich würde mein Kind freigeben. Auch sexistisch, ne? Da ist nicht ein einziges Kind weiblich gewesen. Eure letzte Frage... Hollywoods. Viel Spaß, Kuro. Warum beginnen Telefonnummern in amerikanischen Filmen und Serien fast immer mit 555? A. Um Konflikte mit real existierenden Nummern zu verhindern. B. Aus dem Aberglauben, dass der Film dadurch ein Erfolg wird. Oder C. Wegen der Vorwahl von Hollywood. Super, ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. Was? Das ist nicht Allgemeinwissen, das muss man nicht zwingend wissen. Oh, ich muss aufpassen, nicht, dass ich das Mikrofon abreiße. A ist logisch, B ist Schwachsinn. C ist irgendwie dämlich, das zu tun. Weil wegen A. Okay. Ja, du kannst nur eine ganz... halt, was hat eine Telefonnummer an Ziffern? Da hast du nur ein paar Millionen zur Auswahl. Oder ein paar Milliarden. Es geht ja sogar nur um Vorwahl, ne? Ja, yeah, aber wenn du die 5 Vorwahl quasi hast, dann hast du danach immer nur noch eine ganze Anzahl Ziffern, dementsprechend eine begrenzte Anzahl Nummern. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du mit dem Film eine Telefonnummer triffst, ist halt schon vorhanden. Könnt ihr euch jetzt mal Ja, aber du kannst ja unendlich viele Zahlen vorne als Vorwahl haben. Nein, weil das festgelegt ist. Ist das festgelegt? Ja, Vorwahlen sind festgelegt. Aber wenn Amerika festlegt, dass es irgendwie 7 Vorwahlstellen geben kann? Ja, auch dann hast du nur eine begrenzte Anzahl Ziffern in deiner ganzen Telefonnummer. Weil die Telefonprovider nur eine ganz begrenzte Anzahl Ziffern freigeben können. Mhm. Sonst wird es halt ein bisschen zu schwierig, alle Personen halt auf die jeweiligen Ziffern Telefonnummern zu mappen. Mhm. Datenbankprobleme. Also was willst du denn nehmen? Ich bin Logik, Kuro, ich nehme A. Wenn du A sagst, ich bin dabei. So. Dann logge ich das ein, genau. Wir nehmen A. Ja. Ihr nehmt A. Weil so, die Wahrscheinlichkeit, dass es 555 gibt, ist ja relativ gering. Seit den 1950ern ist die Vorwahl 555 fester Bestandteil in amerikanischen Filmen und Serien. Wer sie aber in der Realität wählte, kam nicht weit. Denn die 555 wurde exklusiv für die Fiktion erfunden, um Konflikte mit realen Nummern zu verhindern.
Auch heute sind die Nummern im Bereich von 555 0100 bis 0199 für Telefonkunden gesperrt und bleiben der Fiktion vorbehalten. Ui. Ja. 2000 Euro bei euch. Also, wir haben einen Zwischenstand vor der großen Masterfrage, vor unserem großen Finale. Jetzt musst du mir gleich sagen, wie viel du setzen möchtest. Das Team Elton 2500 Euro auf eurem Konto. Nicht, kannst du sagen. Kannst du sagen. Großen Finale. Wir nennen euch zuerst die Kategorie, dann müsst ihr setzen. Dann kommt die Frage. Danke, Fluffy. Sein Wohl. Ich gebe dir den Tipp, mach all in, weil Vari braucht nur 1500 Sätze, wenn er genauso auf 4000 kommt beim Gewinn. Wartet zur Fairness, setze ich zuerst. Kommt ist Hauptstädte. Jetzt müsst ihr entscheiden, wie viel Geld ihr auf die Beantwortung setzt. So. Nur begrenzte Sätze, ne? Also genau, das. Ach so, warte, da bin ich im Weg. Moment. Nee, ich sehe ja deinen Stream. Ja, das siehst du es ja eben nicht. Ach so. Im Discord. Ja, aber da bin ich doch auch drüber, oder nicht? Nein, nein, nein. Da sehen wir komplett nur das Spiel und auf der linken Seite, du hast ja zwei Bilder an. Okay. Also da sehen wir null Cam. Nice. Ja, deswegen, also ich bin hellauf begeistert. Das funktioniert super gut so. Richtig Premium. Ja, komm, dann nimm mal all in. Beide Teams haben ihren Einsatz getätigt. So, und jetzt musst du mir dann gleich sagen, was du nehmen möchtest. Ich würde vorher erstmal einwählen. Welche Stadt war bis 1960 Hauptstadt Brasiliens? A. Porto Alegre, B. Sao Paulo oder C. Rio de Janeiro? Ihr habt jetzt 20 Sekunden Zeit. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe eingeloggt. Ich weiß. Ach, was die Scheiße ist, A. Ja, Fluffy. Was habt ihr gesetzt? Das Team Bernhard hat gesetzt. Das Team Elton. Ich weiß nicht, so, was die aktuelle Hochzeit ist. Dann schauen wir uns doch mal an, wie es hier aussieht. Was haben die beiden Teams getippt? Das Team Bernhard hat sich entschieden für Antwort A. Das Team Elton hat sich entschieden für Antwort B. Ich glaube, es ist sogar C. Schauen wir auf die Auflösung. Ich glaube, es war Mario. Rio de Janeiro, 1567 gegründet, 1763 bis 1960 die Hauptstadt Brasiliens. Okay. Das Team Elton gewinnt. Ich hätte Sao Paulo genommen. Ja. Aber egal, gewonnen. Juhu. Da ich morgen 7 Uhr hier losfahren muss, wünsche ich euch alle jetzt eine gute Nacht. Ja, danke, dass du den Spaß mitgemacht hast, Guru. Dankeschön. Gerne. Nächstes Mal auch gerne. Das nehme ich wörtlich, dann spielst du aber die erste Runde, weil ich kann nicht spielen. Alles klar. Gute Nacht euch allen. Schöne Nacht. Nachti. Tschüss.